Herzlich willkommen zu einem neuen Video beim Sondersignal und Outdoor-Kanal. Ja, heute geht es um ein Gerät von der Firma Bosch und nein, das soll jetzt kein Heimwerker-Kanal werden, aber da das natürlich auch ein Gerät ist, das man durchaus draußen benutzen kann und da ich mir sowieso ein neues anschaffen musste, habe ich gedacht, das könnte ich euch ja auch mal vorstellen. Also gibt es heute hier ein Gerät aus der Bosch-Serie Grün oder auch genannt die Heimwerker-Serie. Es geht hier heute um einen Akku-Schlagbohrschrauber. Der kommt in diesem praktischen Softcase, das ihr hier vor mir seht. Da passt alles rein, was zum Lieferumfang gehört und was da alles dazu gehört, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, hier haben wir natürlich als erstes den Bosch Easy Impact 12, so nennt sich dieser Akku-Schlagbohrschrauber. Der ist natürlich dabei und ein Akku ist in dem Fall jetzt auch schon eingelegt. Dann befindet sich in dem von mir bestellten Set noch ein zweiter Akku, kann nicht schaden, noch ein bisschen Power in Reserve zu haben. Dann ist natürlich auch ein Ladegerät dabei, denn irgendwann sind die Akkus ja auch leer und brauchen neue Energien. Und zu guter Letzt ist hier noch ein Doppelschrauber-Bit dabei, so nennt sich das, also ein zweiseitiger Bit, einmal Kreuzschlitz und einmal Schlitz, damit man auch direkt mit dem Gerät loslegen und arbeiten kann. Ja, soviel zum Lieferumfang des Easy Impact 12 und dem hier gezeigten Zubehör. Zu dem Akku oder den Akkus lässt sich noch sagen, das sind 12 Volt Akkus, steht hier hinten auch einmal drauf. Und diese Akkus gehören zur Power for All Serie von Bosch. Das bedeutet, diese Akkus sind auch kompatibel mit anderen 12 Volt Geräten. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, sich diesen Schlagbohrschrauber ohne Akku zu kaufen, denn es könnte ja sein, man hat bereits ein anderes 12-Volt-Gerät von Bosch mit einem kompatiblen Akku und dann kann man sich das Geld für den Akku bei der Bestellung eventuell sparen. Ja, am Rande eine Kleinigkeit zum Akku, der ist in dem Fall jetzt schon in dem Gerät eingelegt und so wird das Gerät auch ausgeliefert. Entnommen wird er, indem man auf die beidseitig angebrachten Druckpunkte drückt, also einmal hier und auf der anderen Seite genau das gleiche, drückt man also einfach auf beide drauf und zieht ihn nach unten raus, das geht sehr leicht. Und eingelegt wird er, das kann man sich ganz gut merken, mit dem Bosch-Schriftzug immer nach hinten, also so rum quasi, wie das Magazin in einer Pistole, wenn man so will, wird einfach so reingeschoben, bis er dann einrastet und dann ist das Gerät auch schon betriebsbereit. So, dann schauen wir uns das Gerät einmal von außen an. Ihr seht, ich halte den Akku-Schlagbohrschrauber hier in der Hand und dank der gummierten Oberfläche, dieser Softgrip-Oberfläche, liegt das Gerät auch sehr gut in der Hand. Gewicht ist inklusive Akku und Doppelschrauber-Bit, wenn man das nach vorne ansetzt, 1 Kilo, das heißt, ist auch nicht, es ist auch nicht zu schwer, so kann man wirklich eine ganze Weile in der Hand halten und mitarbeiten. Und ja, ich denke, das ist eigentlich genau richtig und ich finde, das ist an sich das perfekte Maß für einen kompakten kleinen Akkuschrauber. Ja, man muss ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt online nach diesem Akku-Schlagbohrschrauber sucht, nach dem Stichwort Easy Impact 12, dann wird man auf zwei verschiedene Modelle stoßen. Es gibt ein älteres Modell und dieses Modell ist in diesem Jahr, also im Frühjahr 2019 erschienen. Dieser Akku-Schlagbohrschrauber, also genau dieses Gerät, ist dementsprechend auch produziert worden im April 2019, ist also noch ein recht neues Gerät und im Vergleich zum alten Gerät gibt es doch einige Unterschiede. Wir haben hier zum Beispiel noch einiges mehr an Beleuchtung, an LED-Anzeigen und ich würde sagen, damit fangen wir auch direkt mal an. Wenn wir hier auf die Oberseite schauen, dann seht ihr hier eine Akku-Zustandsanzeige und wenn man jetzt leicht hier auf die Taste drückt, dann wird diese Anzeige sich einschalten. Ihr seht 2 von 3, also zu 2/3 noch voll. Und ihr seht, dass hier ein Pfeil nach oben leuchtet. Pfeil nach oben bedeutet, wir haben hier den Rechts- bzw. Linkslauf als Anzeige und der lässt sich neuerdings umschalten durch diese Taste hier. Man drückt also einfach die Taste und dann schaltet sich das Ganze in den entsprechenden Modus. Man kann also jederzeit schauen, befinde ich mich im Rechts- oder Linkslauf. Wenn man das Gerät jetzt hier sozusagen auf rückwärts einstellt und man irgendwo Schrauben rausdrehen möchte, dann
wird sich das Gerät, wenn man es beiseite legt und einfach etwa eine Minute lang nicht benutzt, dann wird es sich nach 60 Sekunden wieder in den Vorwärtslauf schalten, ganz automatisch, damit man beim nächsten Mal auch den richtigen Modus hat. Ja, so viel also erstmal zu den LED-Anzeigen hier auf der Oberseite. Zu dem kleinen Sichtfenster mit der Schraube kommen wir gleich. Ich zeige euch erst noch mal schnell die Arbeitsleuchte. Und zwar befindet die sich hier vorne drin. Und wenn man leicht hier drauf drückt auf die Taste, ich mache es mal kurz ein bisschen dunkler hier, dann sieht man das auch besser. Wenn man also auf die Taste hier leicht drauf drückt, dann wird sich das Arbeitslicht einschalten und wenn ich die Taste jetzt loslasse, dann bleibt es auch einige Sekunden an, bevor es sich dann, wie ihr seht, wieder ausschaltet. Also einfach kurz hier drauf drücken und natürlich, wenn die Taste gedrückt bleibt, dann bleibt auch das Arbeitslicht so lange an, ganz klar. Da schaltet es sich dann nicht nach ein paar Sekunden wieder ab. Ist also eine ganz feine Sache. Ich werde es hier nochmal gerade ein bisschen weiter abdunkeln und dann kann ich euch das mal zeigen. Vielleicht sieht man nur einigermaßen gut, wie die Ausleuchtung ist. So, jetzt ist es also annähernd komplett dunkel. Ich drücke hier auf die Taste und ihr seht, ja, also das ist schon nicht verkehrt, was das Licht hier an, ja, an Helligkeit liefert. Die Lichtfarbe, ich weiß nicht, ob man es jetzt so gut sehen kann, die ist, ja, ich hätte fast gesagt neutral weiß, geht aber doch irgendwie schon deutlich ins Warmweiße. Also das ist ja zum Arbeiten, denke ich, ganz gut. Ich bin eher ein Fan von kaltweißem Licht, aber das ist sicherlich auch Geschmackssache. So, jetzt haben wir uns das Gerät also schon mal grob von außen angeschaut. Ich halte es jetzt hier nochmal in der anderen Hand und ihr seht die andere Seite. Und ihr seht, dass es auch hier auf der rechten Seite des Geräts einen Taster gibt, um die Drehrichtung zu ändern. Also sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder super geeignet, das Gerät. Ja, ansonsten, was gibt es noch Neues im Vergleich zum Vorgänger? Das ist, wenn ich mich nicht irre, nur noch eine Sache, die ich noch nicht erwähnt habe, und zwar eine ganz elementare, nämlich ein neuer Motor. Während das Vorgängermodell noch mit einem Bürstenmotor gearbeitet hat, arbeitet dieses Modell mit einem bürstenlosen Motor. Das hat den Vorteil der längeren Lebensdauer. Außerdem muss man nicht irgendwann die Kohlebürsten ersetzen, denn es sind ja keine vorhanden. Der Motor soll dadurch mehr Power entwickeln, natürlich auch von der Lebensdauer her länger durchhalten und ist wartungsfrei. Also eigentlich nur Vorteile durch diesen Antrieb meiner Meinung nach. Und jetzt ist es, glaube ich, auch mal an der Zeit, dass ich mal kurz das Gerät aktiviere, damit ihr auch mal hört, wie das hier soundtechnisch so ist. Ist es laut, ist es leise? Wie hört sich das genau an? Nämlich so. Ja. So hört sich das Gerät an. Wir sind hier momentan im Schraubmodus und zu den einzelnen Modi komme ich gleich noch. So, um dann jetzt ein bisschen was zu den einzelnen Modi zu sagen, da fangen wir am besten mal damit an. Dieses Gerät hat zwei Gänge, den ersten und den zweiten Gang, wobei die sich automatisch mit umschalten, wenn auf einen anderen Modus geschaltet wird. Das zeige ich euch gleich, wie das Ganze dann aussieht. Es bleibt aber noch zu erwähnen, im ersten Gang, der ist auf Kraft ausgelegt, also sprich der erste Gang ist quasi der für den Schraubmodus gedacht. Der ist auf Kraft, auf Newtonmeter ausgelegt. 30 Newtonmeter leistet dieses Gerät maximal. Dieser Gang bringt 0 bis 400 Umdrehungen pro Minute und der zweite Gang, der ist also auf Bohren ausgelegt bzw. Schlagbohren und da braucht man natürlich mehr Geschwindigkeit und da gibt es dann im Leerlauf bis zu 1300 Umdrehungen pro Minute. So, momentan sind wir im Schraubmodus. Das sieht man sehr deutlich an dem kleinen Sichtfenster. Und ihr seht hier auch einen kleinen grünen Pfeil, der steht aktuell auf Maximal. Das ist hier die Drehmomentskala. Also das Drehmoment lässt sich in 12 Stufen einstellen. Dafür wird hier einfach gedreht. Also von Minimal bis Maximal kann man da frei wählen, wie man das Drehmoment einstellen möchte. Und wird jetzt noch weiter gedreht, also quasi über Maximal hinaus. Jetzt haben wir maximal und jetzt drehe ich nochmal eine Stufe weiter auf den Bohrmodus. Dann seht ihr, dass sich auch das Symbol verändert. Wir haben jetzt hier ja, ein Bohrmaschinensymbol und oben bei dem Pfeil ist jetzt auch ganz deutlich ein Bohrer zu erkennen. Wir können jetzt noch eins weiter drehen. Dann sind wir bei dem Hammer. Das Symbol im Sichtfenster ändert sich dabei nicht mehr. Es wird nur durch den Hammer angezeigt, dass man sich jetzt im Schlagbohrmodus befindet.
So, das hier wird wohl jeder kennen, der schon mal mit einem Akkuschrauber oder Bohrer zu tun hatte. Hier haben wir das Bohrfutter. Das lässt sich entweder per Hand verstellen oder man kann auch den Antrieb des Geräts nutzen. Dann verstellt es sich ebenfalls, je nach Richtung, in die sich das Ganze dreht. Kann man also etwas einspannen oder wieder lösen. Ja, da wird dann das entsprechende Bit bzw. Bithalter oder eben Bohrer eingespannt und ich würde sagen, das machen wir doch gleich mal. So, ich habe jetzt hier einen 10 mm Holzbohrer genommen. Das ist schon ganz ordentlich von der Größe her für so ein Gerät. Ich zeige das gleich nochmal im Ganzen. Also der ist schon recht wuchtig für so ein kleines Gerät. Und jetzt kann man das Ganze, dazu braucht man den Antrieb vom Gerät nicht, weil der eben an sich schon so einen großen Durchmesser hat, muss man nur kurz drehen. Dann merkt man schon, dass das Ganze hier einen deutlichen Widerstand hat. Dann nimmt man das Gerät einfach in die Hand und dreht hier nochmal richtig zu. Muss natürlich in den Bohrmodus gehen. Das würde durchaus Sinn machen, wenn man bohren möchte. Und dann kann es losgehen. Ja, also wie ihr schon seht, ich werde es nochmal so zeigen. Genau, also der 10 mm Holzbohrer, der ist doch wirklich schon ordentliches Kaliber. Und mit genau diesem habe ich bei dem gleich folgenden Test ein bisschen was gebohrt. Und das, ja, kann sich doch sehen lassen. Und da hat hier der kleine Schlagbohrschrauber doch wirklich ganze Arbeit geleistet. Und für so ein kleines Gerät finde ich das wirklich super. So, dann haben wir hier noch das mitgelieferte Doppelschrauberbit. Das Teil ist auf jeden Fall lang genug, dass man es direkt in das Bohrfutter reinstecken kann. Ich habe schon so weit zugedreht, dass es hier einen deutlichen Widerstand gibt. Man nimmt das Gerät also am besten wieder so in die Hand und dreht nochmal ordentlich fest. So, und dann kann es auch schon losgehen. Ja, was ich bei diesem Gerät richtig, richtig gut finde, und das war mir auch bei der Auswahl des passenden Geräts sehr wichtig, dass man die Drehzahl ganz flexibel variieren kann. Das heißt, wenn man jetzt hier auf den Taster drückt, dann geht natürlich erstmal die Beleuchtung an, das habe ich ja eben schon gezeigt. Dann erhöht man den Druck ein wenig und das Gerät fängt ganz langsam an zu laufen. Und je mehr man den Druck erhöht, desto höher dreht das Gerät auch, beziehungsweise desto mehr Schläge führt das Gerät aus beim Schlagbohren. Und das war mir sehr wichtig, dass man hier nicht drauf drückt und es geht quasi von 0 auf 100, also entweder Vollpower oder aus, sondern dass man hier wirklich langsam starten kann, wenn man das denn für richtig hält und falls es gerade hilfreich sein könnte und dann eben immer schneller wird. Also das ist eine richtig super Sache und ich finde, das sollte auch jeder vernünftige Akkuschrauber können. So, ich denke, fürs Erste habe ich euch genug über dieses Gerät erzählt. Dann geht es jetzt weiter mit einem kleinen Test. Da könnt ihr euch dann mal einen Eindruck verschaffen, wie das Gerät leistungstechnisch so aufgestellt ist. Der Test bestand aus Testschrauben und Testbohren. Und ja, das seht ihr jetzt.
Ja, dann kommen wir mal zum Bohrtest. Vor mir habe ich hier Kalksandstein liegen. Das ist doch schon ein etwas härteres Material und da schauen wir mal, wie gut sich der Easy Impact 12 beim Bohren schlägt. Ich werde zuerst einen 5er, dann einen 6er Bohrer verwenden, Betonbohrer, der aber auch für Kalksandstein geeignet ist. Und mit jedem Bohrer werde ich zuerst die normale Bohrfunktion benutzen und dann auf Schlagbohren umschalten und dann schauen wir mal, was es da für Unterschiede gibt. So, ihr habt den Test jetzt gesehen. Ich hoffe, dass er euch gefallen hat. Ihr könnt mir natürlich gerne ein Feedback in die Kommentare schreiben. Wie hat euch das Gerät gefallen? Wie hat euch der Test gefallen? Zum Test gibt es noch zu sagen, es gibt natürlich auch Videos, in denen Schlagbohrschrauber oder generell Akkuschrauber oder andere Geräte mit riesigen Schrauben getestet werden, die 40 cm lang sind oder ähnliches. Und das hätte ich natürlich mit diesem Gerät hier auch versuchen können. Ich bin aber ziemlich sicher, dass zumindest also eine so riesige Schraube dieses Gerät überfordert hätte. Und ich denke, dass es auch nicht unbedingt so im Heimwerkerbereich alltäglich ist, solche riesigen Schrauben zu verarbeiten und vor allem nicht mit so einem Gerät von dieser Größe und von dieser Leistungsklasse. Von daher war das einfach unrealistisch aus meiner Sicht und daher habe ich dann Schrauben genommen mit der größten bis 5x60 bzw. kleinere und die hat das Gerät, wie man gesehen hat, aber ganz locker mit links versenkt und ich denke, das kann sich absolut sehen lassen. Ja, auch beim Thema Bohren hat sich das Gerät also absolut nicht lumpen lassen. Es hat selbst mit dem 10 mm Bohrer, der, ich habe es ja eben gezeigt, im Verhältnis zum Gerät wirklich schon ein ganz schönes Kaliber ist, da hat es also eine wunderbare Leistung hingelegt, hat sehr schön saubere Löcher gebohrt und dazu blende ich euch gerade noch mal das ein oder andere Bild ein. Ja, und wie ihr seht, also zumindest nach meinem Dafürhalten, ich bin jetzt niemand, der solche Geräte professionell benutzt, also beruflich oder ähnliches, und bin auch niemand, der an jedem Wochenende zu Hause irgendwie am Heimwerken ist, aber aus meiner Sicht sind es schon recht gute Ergebnisse geworden beim Bohren, zumindest für ein so kleines Gerät mit 30 Newtonmeter. Das ist natürlich jetzt nicht die Oberklasse in Sachen Drehmoment, aber für so ein kleines Gerät doch schon beachtlich. Ja, und damit wäre es das auch schon wieder für heute. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Video findet, wie ihr das Gerät findet, ob ihr selbst schon Erfahrungen mit diesem Gerät gesammelt habt. Also ich habe nach ersten Tests und auch nach einem tatsächlichen Einsatz des Geräts bei einem kleinen Projekt wirklich absolut nichts zu bemängeln. Die Verarbeitungsqualität, die Haptik ist alles wunderbar. Es lässt sich wunderbar damit arbeiten. Und was es vielleicht noch am Rande zu erwähnen gibt, wenn man die Akkus lädt, dann braucht einer etwa eine Stunde, bis er voll ist und je nachdem, was man mit dem Gerät macht, wie sehr es beansprucht wird, hält es auf jeden Fall locker eine Stunde durch. Zumindest ist das meine Erfahrung. Das bedeutet, ist der eine Akku leer, ist der andere in der Zwischenzeit wahrscheinlich schon wieder vollgeladen. Man kann tauschen und direkt weitermachen und das Ganze quasi ewig so fortsetzen, bis irgendwann der Motor qualmt. Nein, also das sollte man wahrscheinlich verhindern. Ansonsten hat das Gerät wahrscheinlich einen irreparablen Schaden. Ja, damit sind wir jetzt aber auch endgültig am Ende dieses Videos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und klickt doch auf die kleine Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Und ganz wichtig, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video und ihr klickt wieder rein. Macht's gut, tschüss und bis dann.